Ja, guten Abend, Leute. Da sind wir wieder mit einem neuen Let's Play hier. Ja, das muss abgehen. Es muss einfach. Ja, das kann ich anders nicht sagen. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Haben wir schon mal 2 Kills, ja. Ich hoffe, dass euch meine anderen Let's Plays natürlich wieder gefallen haben. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, noch mal 2, 3 Abonnenten zubekommen heute. Also ist schon auf jeden Fall alles in Ordnung. Ja, man muss halt natürlich auch dranbleiben. Was ich mir auch vorgenommen habe, ist irgendwann mal, wenn ich mal mehr Abonnenten habe, einen höheren Bekanntheitsgrad, dass ich auch mal andere Kanäle vorstelle. Das ist alles gar kein Problem für Leute, die gerade anfangen dann. Das würde ich auf jeden Fall machen. Weil ich ja selber weiß, wie schwer es eigentlich am Anfang ist, überhaupt irgendwie ein paar Abonnenten zu kommen. Ist halt alles nicht so einfach, weil, wie gesagt, es gibt tausende von Let's Playern. Gronkh hat damit angefangen, oder PewDiePie oder PewDiePie oder wie auch immer der heißt. Und natürlich will das jetzt jeder nachmachen. Ne, bei den meisten klappt es natürlich nicht, auf Anhieb oder generell gar nicht. Kommt natürlich immer auf viele Sachen an, was ich schon mal sagen kann. Ich bin jetzt nicht hier gerade der größte Experte und alles, und aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall ein gutes Equipment haben sollte, also sprich Mikrofon, ein gutes Aufnahmeprogramm, ein gutes Render-Bearbeitungsprogramm, eine einigermaßen gute Internetleitung zum Hochladen, einigermaßen guten PC, wenn nicht einen sehr guten PC, weil bei den schlechten PCs würde es meistens eigentlich immer nur laggen, wenn man dann gleichzeitig spielt und aufnimmt. Also ich kenne das noch von früher. Und ja, man muss natürlich das gewisse Etwas haben in den Let's Plays. Es kommt natürlich sehr viel auf die Stimme an, auf die Art, wie ihr mit den Leuten redet, kommuniziert, spielt, die Konzentration dabei behält und alles, und multitaskingfähig seid, also heißt spielen und reden dabei. Und es gibt natürlich auch Leute, die spielen, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten in einem Let's Play, aber reden überhaupt kein Wort. Das gibt es natürlich auch. Und ja, immer mal wieder andere Videos anschauen, um neue Eindrücke gewinnen zu können. Und mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen. Den Rest, den müsst ihr dann selber einfach mal herausfinden. Für die Leute, die jetzt gerade angefangen haben oder anfangen wollen oder schon etwas dabei sind, noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich habe jetzt auch nicht die dolle Erfahrung, aber das ist ja auch alles gar kein Problem. Jetzt habe ich gemerkt, dass wir hier 9-6 Sets haben. Die Leute, die sich meine anderen Videos angeschaut haben, wissen, dass ich hier meistens nie unter 70-1 Sets rausgehe. Dann wollen wir mal anfangen. Es scheinen jetzt wirklich mal etwas bessere Spieler hier zu sein. Irgendwie. Irgendwas stimmt mit den Sets nicht. Mit der Tabelle hier. Weil hier steht, das werden nämlich jetzt Bots. Eben war nämlich hier der ganze Server war nämlich voller Spieler drauf. Die meisten spielen auch gar nicht wie Bots. Oder die Bots sind einfach mal auf Experte gestellt. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sind hier eigentlich nie Bots drauf. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Wir haben uns vorgenommen, auf einen anderen Server auch mal zu gehen, beziehungsweise auf eine andere Map zu spielen, weil das ist auch zwar eine meiner Lieblingsmaps hier. Aber das Große wäre natürlich, wenn ich euch meine Lieblingsmap zeigen würde. Von der Map habe ich sogar eigene Versionen gemacht. Eine davon wurde mittlerweile schon fast 20.000 Mal gedownloadet, wird aber meistens auf Franzosen und Russen Servern gespielt. Was mich natürlich freut. Ist ja scheißegal. Weil das Spiel spielt kaum sowieso noch einer. Also, und dann, wenn es auch ein paar Servern läuft, dann ist das ja eigentlich schon mal gut. Und die kam ja bis jetzt immer sehr, sehr gut an. Also von daher. Dann habe ich auch noch vorgenommen, auf jeden Fall mal die Tage jetzt hier Let's Play, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, von diesem Loadout zu machen. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir noch einen gekriegt. Dann wieder der Schaltball hier. Ich würde einfach mal sagen, dass wir mal auf einen anderen Server gehen. Aber ich glaube, um die Uhrzeit ist nichts mehr los.
Jön, zwar gerade erst 11 Uhr, aber. Also, wie ich schon sehe, hier ist eigentlich gar nichts. Ich meine, wir könnten natürlich auch mal auf eine Killbox gehen. Mag ich zwar nicht so, gerade wenn Low Gravity ist. Weil hier scheint die Gravity normal zu sein. Oh, das habe ich schon unendlich lange nicht mehr gespielt. War wirklich lange nicht mehr gespielt. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Spieler drauf. Oh, hier gibt es ja gar nicht. Wie viel hat der denn mal gerade an dem Papier? Und da haben wir ihn noch bekommen. Nehmen wir mal schön das Sägeblatt hier. Ja, jetzt sind sie schon alle rausgegangen. Ist auch scheiße. Sind wir mit dem alleine hier. Da haben wir ihn noch bekommen. Ich würde sagen, wenn der jetzt auch noch rausgeht, beende ich erstmal die Aufnahme. Und schauen mal, was man noch für Spiele jetzt playen könnte. Könnte ich natürlich auch Counter-Strike Source machen und alles. Aber zurzeit nicht so gerade die Lust drauf. Müssen wir mal schauen. Na, wo ist der denn? Der kämpft da irgendwo. Irgendwo ein Schuss gehört. Ah, da unten ist er. Haben wir ihn noch bekommen? Ich meine, er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber. Der klappt einfach immer wieder. Den habe ich mir selber einfach mal damals zugelegt. Eine Art Trick, würde ich sagen. Die Gegenstände einfach mal, beziehungsweise die Physik einfach mal antippen. Ey, hat mich im Ball getroffen. Ach ja, Leute, wie gesagt, wird jetzt die Tage wahrscheinlich mal. Genau, da fällt mir da jetzt was Gutes ein. Das wäre dann mal eine gute Sache, und zwar in Battlefield 3 Let's Plays. Das Spiel hat natürlich viel mehr hohe Anforderungen, was Skill angeht und allen, eigentlich in allen anderen Sachen. Das wäre doch mal gar nicht so schlecht. Ich habe auch schon von Kollegen eine Anfrage bekommen, weil er auch mal gerne mit mir ein Let's Play together machen würde, was Battlefield 3 angeht. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Und würde ich auch mal gerne, sehr gerne wieder spielen. Und wenn ich mal, wenn ich spiele, kann ich ja direkt ein Let's Play machen, ist ja alles kein Problem. Da können wir auf jeden Fall machen. Einen Scheißball aufgefangen hier. Ui, minus 1000 AP, ja. Falls ihr euch jetzt fragt, what the fuck, also, ich benutze das Wort ja sowieso nie. WTF und Fail und FTW und den ganzen, Krampenscheiß da von den ganzen, wie nennt man sie? Hier, diese Dorflappen. Die hier den ganzen Tag, ihr World of Tanks zocken hier, wie heißt das denn jetzt? Ja, wie nennt man die Leute denn nochmal? Freaks, nicht Freaks, irgendwie. Es gab da mal so ein Wort für, ich habe keine Ahnung. Also die Leute hier mit den langen, fettigen Haaren, mit den Springerstiefeln. Ne? Diese Leute. No. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Vorurteile hätte, aber wie gesagt. Werden wir auf jeden Fall machen. Die Battlefield 3 Let's Plays. Und ja. Ich sehe gerade, der zieht mich hier richtig ab. Die Rechnung aber nicht zu Ende gerechnet. Ich hätte mir mein Freund. Ui. Ja, der will es drauf ankommen lassen. Er ist wahrscheinlich den ganzen Tag hier Killbox am Spielen. Ich hasse diese Map total. Da.
haben wir hier noch getroffen. Ich würde sagen, wir machen nur einen Kill. Und dann werde ich erstmal wegen Battlefield 3 schauen, wie das so läuft. Ob ich das auch alles ruckelfrei dann aufnehmen kann. Und dann werden wir das auf jeden Fall machen, das ist kein Problem. Ja, hat er mich schon wieder bekommen. Vom COD Ghosts habe ich gehört, dass es überhaupt nicht gut sein soll. Also haben wir jetzt eigentlich 99,9% der Leute gesagt. Ich konnte mir leider noch keinen eigenen Eindruck von machen. Ich habe zwar einen guten PC, aber leider keine DirectX 11 Grafikkarte und auch keine 8 GB Arbeitsspeicher, wobei das haben sie ja gefixt. Aber ich habe mir vor, sobald ich wieder flüssiger bin, mir dann irgendwann mal die GeForce GTX 460 zu holen. Die ist eigentlich sehr günstig, preiswert. Preis-Leistung ist sehr, sehr gut. Hat DirectX 11 und damit kannst du auf jeden Fall jedes Spiel, könnt ihr auf jeden Fall jedes Spiel spielen, was zurzeit eigentlich auf dem Markt ist. Wenn natürlich die anderen Komponenten dann stimmen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne adden. Wir haben auch einen eigenen TeamSpeak-Server. Wir haben hier einen eigenen Clan, Multigaming-Clan. Und suchen natürlich auch noch Member. Ich sag mal, einfach jetzt ab 16 Jahren. Wenn einer 15 ist und die geistige Reife schon hat und sich vernünftig artikulieren kann und sich auf jeden Fall benehmen kann und etwas weiter schon ist, dann ist das alles gar kein Problem. Dann können wir das gerne machen. Ich würde sagen, ein Kill machen wir noch. Und dann war es dann erstmal für heute wieder. Irgendwie vermisse ich schon den Winter. Also ich wohne ja hier in Düsseldorf. Und bis jetzt hatten wir hier noch überhaupt nichts. Kein Schnee, gar nichts. Also wir haben jetzt schon wieder 10 Grad. Also wir hatten, glaube ich, mal 2-3 Tage, wo es 0 Grad war. Und das war es aber auch. Und naja, ist echt schade, weil ich eher so ein Wintermensch bin. Und nicht so den Sommer mag. Wobei die meisten ja den Sommer mögen. Es gibt natürlich viele, die wollen einfach mal bei 40 Grad schön in der Spüle, in der brütende Nitze hier einfach mal hier zu Hause mit ihren schwitzigen Ärschen brutzeln lassen. Aber naja. Gut, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal und werde damit einen Battlefield 3 Let's Play, wenn es möglich ist, dann wieder antworten. Und ja, ich würde sagen, schlaft gut und Hände über die Bettdecke lassen. Tschüss.